Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich aus dem judäischen Bergland, wenige Kilometer entfernt von Jerusalem. Eine herrliche, traditionsreiche biblische Gegend. Traditionen spielen im Judentum eine große Rolle. Und ich treffe heute eine faszinierende junge Dame, die eine uralte Familientradition wieder aufleben ließ. Und es hat etwas zu tun mit Likör, Schnaps und dem Holocaust. Herzlich willkommen zu Faszination Israel. Seit 2012 steht hier in Bet Meir im judäischen Bergland diese kleine Brennerei. Sie wird betrieben von Roni Holländer. Es ist ein jahrzehntealtes Familiengewerbe aus Europa. Durch den Holocaust vertrieben hat die Familie in Israel Fuß gefasst. Roni hat die alte Familientradition wieder aufleben lassen und daraus eine erfolgreiche Marke von Boutique-Likören und Schnäpsen etabliert. Hallo, willkommen. Roni, ihr habt eine unglaubliche Familiengeschichte und sie hat etwas zu tun mit Likör und Schnaps. Deine Familie, sie kommt ursprünglich aus dem Weinbau und aus der Schnapsbrennerei? Ja. Unsere ganze Familiengeschichte, es ist Alkohol, Schnaps, Wein, alles alkoholische Getränke. Wenn du machst etwas, du baust etwas. Bei uns ist es so mit den Früchten zum Bauen etwas. Und auch Alkohol ist ein sehr starkes, hat ein sehr starkes Platz in unserer Geschichte, in unserer Familie. Es hat uns, unsere Familie gerettet im Krieg. Wie kam das zustande? Also mein Vaters Seite, sie kommen aus Tschechoslowakien, heute ist Slowakei, und sie hätten ein Weingut, ein Weinberg, ein Weinkeller, sie hätten auch eine Brennerei und es war ganz, ganz riesig groß. Alle Politiker haben gelernt, wer die Holländer Familie sind, weil sie haben Alkohol gemacht, und mein Oma hat es gemacht, eine Frau, eine orthodoxische jüdische Frau. Sie war ein Winemaker. Ronis großes Vorbild ist ihre Urgroßmutter, Lea Rose Scheinfeld. Von ihrem Vater, Rabbi Israel Moshe Scheinfeld, inspiriert, erlernt sie das Winzerhandwerk. Das war ja für die damalige Zeit total ungewöhnlich, dass eine Frau Wein anpflanzt und Weinbauer wird. Stimmt. Und nicht nur das, sie hat gesagt, wenn sie wird groß sein, sie wird die König auf Alkoholisch in Slowakei. Und das ist tatsächlich, was sie hat gemacht. Sie hat zu einer anderen Stadt gegangen, zum Nitra. Und dort hatten sie ein Weingut, einen Weinberg und eine Schnapsbrennerei gehabt. Und sie war echt die Königin von Alkohol. Und sie hat alles gesagt, was zu tun, weil sie hat alles kennengelernt und studiert bei ihrem Vater. Lea Rose heiratet Isaac Holländer. Gemeinsam gründen sie um 1930 die Holländer Weinkellerei in Nitra, Slowakien, damals noch Tschechoslowakei. Neben Koscheren bieten die Holländer auch ganz normale Weine und Spirituosen an.
Sie haben großen Erfolg und ihr Geschäft wird eines der größten in der Gegend. Doch mit dem Zweiten Weltkrieg kommt die Katastrophe auch zu der Familie Holländer. Zunächst können sie ihren großen Einfluss noch nutzen, um vom Polizeikommandanten Deportationslisten der Juden zu erlangen. Mein Uropa hat jede Woche zum Polizei gegangen und haben Geld gegeben und Alkohol gegeben, nur dass er das Transportlist kriegt. Dadurch können sie viele ihrer jüdischen Landsleute retten. Doch eines Tages stehen ihre eigenen Namen auf der Liste. Eine Woche, wenn er gegangen zu einem Offizier, hat der Offizier ihm gesagt, Herr Holländer, diese Woche seid ihr auf die Liste. Hm. Und dann haben sie verstanden, dass sie müssen ein Haus verlassen. Das heißt, sie haben ihre große Weinkellerei und ihre Schnapsbrennerei von einem Tag auf den anderen verlassen müssen, nichts mitnehmen können. Ja, stimmt. Im Nacht auf Seder, sie haben einen sehr schnellen Seder gemacht. Und jeder Kind hatte die Mutter im Mantel so Papiere, Geld, Sachen reingelegt und Essen. Mit inzwischen 3 Kindern machen sich Isaac und Lea auf die Flucht nach Ungarn. Am Sederabend gelingt es ihnen, über die Grenze zu kommen. Jedoch wird ihr Sohn Akiva, Ronis Großvater, festgenommen und nach Auschwitz deportiert. Bei einem Todesmarsch gelingt ihm später die Flucht. Im Endeskrieg, was machen die Leute? Sie gehen zurück nach Hause, stimmt's? Und alle sind zu Hause gekommen. Nur mein Opa hat nicht zurückgekommen. Jeden Tag für 1,5 Jahre hat mein Uropa zum Zugstation gegangen, hat gewartet für das dritte Kind, mein Opa. Nach 1,5 Jahren hat mein Opa war da in der Zugstation. Aber wenn er zurück nach Hause gekommen, hat er gesehen, dass das Weingut, das Weinkeller ist nicht, gehört nicht zur Familie mehr. Weil im Ende Krieg die Kommunisten waren in der Slowakei, haben sie gesagt, danke, Familie Holländer. Danke, dass ihr das so gute Sache gegeben. Ihr könnt jetzt gehen, das gehört uns. Also bis heute, 2022, das geht noch, läuft noch den Weinkeller, es heißt Vino Nitra. Die Familie hat versucht, ein paar Mal zurückzukriegen, aber... Ronis Großvater Akiva emigriert 1947 nach Israel. Der Rest der Familie folgt ihm. Im neu gegründeten Staat Israel eröffnet die Familie Anavi Zion, ein Weinladen in Jaffa. Akivas Traum war es, dass einer seiner Nachkommen das alte Gewerbe von Weinbau und Brennerei wieder aufleben lassen würde. Seine Enkelin Roni tut genau das. So nach dem Krieg hat mein Opa zusammen mit dem Bruder nach Israel gekommen. Und das war vor Heybe Yar Tashach. Das ist der Tag, wo Ben-Gurion hat gesagt, es gibt ein israelisches Land. Habe ich immer gehört die Geschichte von meiner Oma. Er hat gesagt immer, das ist unser Haus. Da möchten wir unseren Wein machen, unsere alkoholischen Getränke mit Agriculture, Fruchten. Alles, das ist bauen, das ist mit der Erde zu arbeiten, da in die Heilige Land. Heißt das, dass du für deine Schnapsbrennerei, dass du nur Früchte hier vom Heiligen Land nimmst? Ja. Ich kann euch zeigen, da haben wir ein kleines, wir sind da nicht so lange, ich meine, wir sind ganz neu. Und wir haben da ein kleines Weinberg. Das ist das erste, das wir gepflanzt haben. Und wir haben da diesen, das war sehr, ich weiß nicht, ich meine, mein Vater hat da gestanden, hatte so ein bisschen gewähnt. Und meine Oma war da und die ganze Familie, die ganze Holländer Familie waren wir zusammen. Und es war ganz wichtig und so, wir waren so froh und auch so ein bisschen, es tut ein bisschen weh, weil mein Opa ist noch schon nicht da mit uns, die Eltern nicht da mit uns, aber wir haben gewusst, dass was wir machen da, ist unsere Familiengeschichte.
Roni studiert Biochemie und Lebensmitteltechnologie an der Fakultät für Landwirtschaft der Hebräischen Universität Jerusalem. Auf dem israelischen Weingut Tishbi arbeitet sie danach für 4 Jahre als Winzerin. Danach absolviert sie ein Masterstudium an der Lehrbrennerei Universität Hohenheim und durchläuft ein Praktikum an der Schwechower Brennerei. Ronny, wir sind jetzt hier in dem Raum, wo die edlen Tropfen reifen. Und du hast ja in Deutschland studiert. Ja. Du hast auch deutsche Kessel. Ja. Das heißt, du legst auf Qualität Wert. Ja, deutsche Qualität ist das Beste, das ich kenne. Ja? Alle unsere Sachen, die Brennerei, die Tanken, fast alles haben wir von Deutschland gebracht. Aber nicht nur gegen Qualität. Mein Opa, wenn es nach Israel gekommen ist, der wollte in Alkohol arbeiten, aber es war nicht so leicht. Sie haben versucht und er hat verstanden, dass er wird nicht diese Person in der Familie sein, dass noch einmal Schnaps brennt in Israel. Also mein Opa hat eine Firma gekauft und sie arbeiten mit gebrauchten Maschinen. Und mein Vater hat diese Firma gekriegt von ihm. Und es hat uns viel geholfen, weil alles, was wir haben da, nicht diese Tanke, aber alles, was wir haben da, ist gebrauchte Maschine. Wir haben von Deutschland, oh, was hat mein Vater gesehen, das haben wir gekauft für sehr wenig Geld und haben wir repariert. Mein Opa ist nicht da, aber er hat uns alles gegeben, kann man sagen. Und ja, natürlich, deutsches Qualität ist im Schnaps, ist es sehr gut. Ja. Heute ist Israel und vor allem sitzen wir hier ja in einer wunderbaren, bepflanzten, schönen Gegend in den judäischen Bergen zu einem grünen Land geworden. Ja. Würdest du sagen, es ist ein Wunder Gottes oder harte Arbeit? Ich glaube, es ist beide. Du willst sehr stark arbeiten, wenn du hast so einen Glaubens und du hast Gott mit dir und wir wissen, was wir müssen tun. Wir müssen da sein, wir müssen alles bauen. Israel war ganz nicht so, ja? Alle wissen das. Auch wenn Mark Twain war da, er hat geschrieben, dass Israel ist das schieres Land, er hat gesehen. Ein Ödland. Ja, ist grauslich, alles ist nicht gebaut, nicht schönes Land. Er hat gesagt, er hat kaum einen Strauch oder einen Baum gefunden. Ja, stimmt. Wir sind hergekommen, wir haben alles gebaut, weil wir sind jetzt da. Du musst immer erinnern, was passiert. Immer erinnern. Immer wissen, was passiert können kann. Aber wir sind jetzt da. Wir müssen bauen. Wir haben Kinder zu bringen. Wir haben unsere Häuser zu bauen. Das ist unser Land, das ist Gott, der uns gesagt hat. Und solche Sachen heißen Hatralta de Geula. Das ist der Anfang von der Redemption. Wie sagen wir, Redemption. Erlösung. Ja. Du musst etwas tun. Und etwas tun ist sehr schwer. Und du musst schwer arbeiten, für etwas zu haben. Und dann kannst du auch sagen, okay, heute kann ich bin stolz.
auf mich und meine Familie, auf die Leute, auf die Soldaten, auf alle, die wohnen in Israel, weil es ist auch sehr schwer, da zu wohnen. Ich habe hier einen Bibelvers mitgebracht von einem der alten jüdischen Propheten. Okay. Und er sagt, es kommt eine Zeit, so spricht Gott, der Allmächtige, der Gott Israels, es werden wieder Häuser, Felder und Weinberge gebaut werden in diesem Land. Glaubst du, dass das eure Zeit betrifft jetzt, diese Zeit, in der wir leben? Ich hoffe, ja. Ich denke, dass wir sind in dem Platz in unserem Leben, wo wir bauen das. Wir sind noch nicht da, Messiah noch nicht da, der Tempel ist noch nicht das dritte Mal gebaut. Wir bauen das. Wir haben jetzt Weinberge da, wir machen Wein. Das ist ein Prozess, dass wir machen, wir arbeiten für das. Ihr arbeitet darauf hin? Ja, natürlich. Jede Minute, dass wir sind da in dem Land of Israel, jüdischen Leute, wir sind da ohne Tempel, dass jeden Tag, jeden Stunde, jede Minute, was wir machen, ist bauen das ganze Land für die Zeit, dass der Messiah wird kommen und der Tempel wird noch sein und die Kohanim werden im Tempel sein und Gott wird mit uns noch einmal immer sein, kann man sagen. Er ist immer mit uns, aber weißt, werden wir wie in der richtigen Zeit sein. Das Land aufbauen. Gegründet auf der Hoffnung der Erfüllung biblischer Voraussagen des Kommens des jüdischen Messias. Das ist bei gläubigen Juden wie Roni sehr ausgeprägt. Doch bevor der Messias kommt, möchten wir noch eine Kostprobe von Ronis feinen Likören haben. So, jetzt bekomme ich als Beginnen wir mit einem Aprikosenschnaps. Yep. Bin gespannt. Ich mache Luft. Ja. Israelische Aprikose. Lachaim, sagt man das auch bei Schnaps? Lachaim, ja. Jedes Getränk, das du willst. Das ist 41% Alkohol. Großartig. Magst du? Ja. Ist Schnaps und Likör koscher? Natürlich. Fruchten sind koscher. Es muss nicht heilig so sein wie in Wein, weil es ist nicht Trauben. Die Trauben in der jüdischen Welt sind sehr wichtig. Also deine Produkte sind koscher, sind vegan, alles ist natürlich hergestellt und nimmst Traubenzucker. Eigentlich was ganz Gesundes. Ja. In Maßen. Ja. Alkohol ist immer gesund, wenn du nicht zu viel trinkst. Ich bringe noch ein Glas für die Etrog. Neues und etwas Neues zum Probieren. Das ist 51%. Ich kann es bisher. Der hat Power. Ja, das ist 51. Aber Etrog, das ist ja keine Speisefrucht. Die isst man ja nicht. Die hat ja nur für das Laubhüttenfest eine Bedeutung.
Es hat eine Bedeutung, ja. Und Leute benutzen Drogen. Sie machen Marmelade von das. Ah, okay. Ja. Sie sagen, dass auch wenn eine, jemand schwanger ist, vor ein Kind bekommt, sie muss eine Etrog-Marmelade essen, dann wird sie ein leichtes Geburt ja, haben. Hast du gegessen? Ich hab zu Hause, haben mir letzte Woche geschenkt. Ich muss es essen, ja. Aber sag mal, das ist ja ein deutsches Wort, Schnaps. Gibt's das nicht in Hebräisch? Nein. Nicht? Nein. Schnaps. Unsere Trauben haben wir genannt Eau de Vie. Das Eau de Vie ist wie Schnaps. Lebenswasser. Stimmt. Aber deine jüdischen Kunden, die verstehen ja das Wort Schnaps nicht gleich. Na, das musst du ihnen erklären. Die Leute von Europa kennen schon, aber die Israelischen nicht alle. Ja, also wenn Leute kommen von allen Welt da in Israel, das ist unser Land, dann jeder bringt einen verschiedenen Namen, aber alles dasselbe Alkohol kann man sagen, ich glaube. Eure Familie, so höre ich raus, war schon immer gläubig. Und du selbst bist auch eine orthodoxe Jüdin, ja. Kann man das so sagen? Ja, kann man sagen. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet es? Ah, kannst sehen, ich lege etwas auf meinen Kopf, dass Leute wissen, dass ich verheiratet bin. Mhm. Und es meint, dass wir jeden Tag so beten und so eine, was wir anziehen manchmal, was wir essen, was machen wir zu Hause, um Schabbat halten und auch mit der Bibel und Halacha. Mein Mann war in Yeshiva, 5 Jahre hat er gelernt. Die Bibel ist das beste Buch in der Welt, kann man sagen. Ja. Nochmal zurückzukommen auf Wein. Wein spielt ja in der Bibel auch eine große Rolle. Jede wichtige Sache in unserem Leben, also Brit Milah, du weißt, wenn so Beschneidung, kriegt der Baby Wein, ist 7 Tage alt. So, dort fangen wir an. Und wenn du eine Hochzeit hast, musst du trinken. Und jeden Schabbat musst du trinken. Also, immer etwas Wichtiges in der jüdischen Welt gibt es Wein drinnen. Wein war im Tempel, haben sie benutzt im Tempel. Und gegen das, das ist für uns nicht nur ein Getränk, so zum gut fühlen und so ein bisschen getrunken sein. Das hat ein sehr wichtiges Platz für uns mit der jüdischen Welt. Roni lebt in den judäischen Bergen, dem jüdischen Kernland. Das ist kein Zufall, denn Roni ist eigentlich wie jeder gläubige Jude tief verwurzelt mit der uralten jüdisch-biblischen Heimat. Aus diesem Grund werden Menschen wie sie von großen Teilen der Weltgemeinschaft geächtet und als Siedler gebrandmarkt. Die Kritik der Weltgemeinschaft ist ja, dass die Juden den Arabern, den Palästinensern das Land wegnehmen. Wie siehst du das? Habt ihr Kontakte zu Arabern hier in der Region? Also ja, ich weiß, was Leute denken auf Israel, aber Araber wohnen in Israel und wir studieren zusammen in der Universität, wir kaufen in selbe Supermarkt, wir arbeiten zusammen. Auch in Wein, in Trauben, alles, sie arbeiten zusammen mit uns. Sehr gute Freunde, dass Araber sind und Manchmal tut es weh. Wir reden immer das zusammen, dass die Leute glauben immer, wir kämpfen den ganzen Tag. Es ist nicht wahr. Da gibt es ein paar Leute, die kämpfen und gibt es Leute, die nicht kämpfen. Und
Ich glaube, dass wenn Leute denken, dass wir haben diesen israelischen Land genommen von Araber, ist ganz, ganz falsch. Und es zeigt, wie Leute kennen gar nichts Historie. Und das ist sehr schwer Sache für mich, wenn Leute kommen mit so einem Satz. Wenn ich war jünger, ich hatte mit diesen Leuten immer so geredet, aber heute ist es zu schwer für mich, weil du verstehst, dass die Wahrheit ist viel größer als das. Und wenn du hier, wenn du hörst nur ein Seite und auch nicht die ganze Wahrheit, dann ist das ein großes Problem. Also würdest du sagen, es wäre eine gute Idee, wenn die Kritiker mal hierher kommen würden und sich das mal live vor Ort anschauen, würden sie eine andere Meinung bekommen? Ja. Beide Meinungen müssen sie hören, ja, nicht nur meine. Aber ich glaube, das Einzige, das interessiert, ist weinen, was schon passiert hatte. Auch das ist nicht immer die Wahrheit. Ich muss ein Buch aufmachen und ein bisschen lesen und lernen. Es ist sehr leicht, etwas so zu sagen, was du hast von jemand anderes gehört. Und ja, natürlich nach Israel kommen und ein spazieren. Ich finde es wunderbar. Eine faszinierende Geschichte, die wieder mal gezeigt hat, wie das jüdische Volk mit ihrem uralten Heimatland Eretz Israel verbunden ist. Ist es nicht interessant zu sehen, dass sich heute uralte, totgeglaubte Prophetien vor unseren Augen erfüllen? Ich möchte Ihnen aus dem Buch des berühmten jüdischen Propheten Jeremia ein Zitat vorlesen. Er notiert vor circa 2500 Jahren, denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Es werden wieder Häuser, Felder und Weinberge in diesem Land gekauft werden. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich verabschiede mich heute von Ihnen wieder mit einem herzlichen Shalom.